Hallo, hier ist mal wieder euer Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard. Es gibt mal wieder jetzt ein Vlog, wo ich euch ein bisschen wissen lasse, was ich so in Zukunft geplant habe. Ihr habt es dem Titel schon entnommen, also die Katze ist schon so ein bisschen aus dem Sack. Die erste große Ankündigung ist, dass ich dann, wenn Fallout 4 rauskommt, auf jeden Fall ein Let's Play dazu machen werde. Ich bin schon extrem gehypt, ich freue mich schon extrem auf Fallout und wenn wir mal ehrlich sind, werden wir das alle wenn es rauskommt, extrem viel spielen und da habe ich mir gedacht, kann ich dann natürlich auch direkt ein Let's Play dazu machen. Wenn ich dann zu dem Zeitpunkt nichts anderes mache, als Fallout zu spielen, kann ich euch da auch quasi dran teilhaben lassen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also ich habe auch schon mit Bethesda, ZeniMax Kontakt gehabt. Ich habe leider keine Preview-Kopie, kein Testmuster bekommen, aber die Leute waren sehr nett. Ich hatte einen sehr netten Kontakt mit denen. Vielleicht wird es das nächste Mal was. Aber sobald es dann draußen ist, also wahrscheinlich dann erst natürlich ab Release, logischerweise, vielleicht habe ich auch Glück und kriege schon ein bisschen vorher irgendwie, dann gibt es bei mir auf jeden Fall ein Fallout-Let's Play. Was diese Woche noch passiert, das wisst ihr ja wahrscheinlich, Call of Duty kommt am 6. raus, glaube ich, das ist der Freitag, das habe ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen vorher. Und ja, dazu wird es auch wieder auf meinem Kanal Videos geben, ihr wisst ja, wenn ihr schon länger dabei seid, ich spiele ja ganz gerne mal so Call of Duty in der Runde und habe ich eigentlich auch die letzten Male Advanced Warfare und so weiter ja auch gemacht, als es dann rauskam. Also da könnt ihr auch erwarten, dass es Content gibt und ich habe mir auch gedacht, was diese zwei Dinge angeht, ich habe jetzt öfter schon gelesen, sowohl in Privatnachrichten auf Twitter und Facebook von euch so, hey, warum streamst du nicht mehr so viel, hast du damit aufgehört, das fanden wir richtig cool und ja, die Frage ist halt einfach bei mir die Zeit, ich bin nebenher noch am Arbeiten und so weiter und das ist halt, beides irgendwie zu machen, war dann halt echt zu viel. Ich wollte ja Destiny sehr viel streamen, das habe ich halt nicht hingekriegt, da habe ich mich eher auf meinen YouTube-Kanal konzentriert, weil da habe ich halt eben die meisten Zuschauer, die meisten Leute kennen mich halt hierüber. Aber ich wollte da euch nochmal so ein bisschen die Chance geben, da so eure Meinung zu äußern. Deswegen habe ich jetzt hier auch nochmal einen Straw-Poll gemacht. Der ist unten auch in der Videobeschreibung verlinkt, wo ihr anklicken könnt, ob ihr Bock habt, mehr Streams oder keine Streams und so weiter, dass ich einfach nochmal gucken kann, ob da noch Interesse besteht. Also da bitte zahlreich, wenn ihr möchtet, dass ich weiter streame, dran teilnehmen. Und dann werde ich, denke ich mal, mit Call of Duty und vielleicht auch Fallout, werde ich einen Teil des Let's Plays dann vielleicht live streamen und dann eben als Parts dann hochladen von dem regulären Let's Play, was ich so auch aufnehme. Das fände ich eigentlich ein gutes Format. So andere Kanäle machen das ja auch so ähnlich. So habe ich mir das überlegt. Bei Call of Duty besteht natürlich dann auch die Möglichkeit, dass wir alle mal wieder zusammenzocken, wie wir das bei Destiny ja immer gemacht haben. Das fand ich eigentlich immer ziemlich witzig, aber da wollte ich euch einfach mal die Chance geben, da so ein bisschen Feedback dazulassen. Übrigens ist jetzt natürlich nicht mehr wirklich Halloween, also der Monat ist rum, aber ich hoffe, ihr habt alle meinen Halloween-Special gesehen. Das war ein großer Spaß, das aufzunehmen oder gleichzeitig auch eine große Tortur. Also wir haben uns da ja richtig aufgeopfert, mit diesen ganzen Crap-Games, die wir da gespielt haben. Und am Ende, finde ich, ist ein ziemlich witziges Video dabei rumgekommen. Ich habe diese Xbox Live Indie-Games ja schon öfter mal gezockt. Vor ein paar Jahren sogar habe ich das mal gemacht. Dieser Marktplatz hat ja echt einen ganzen Haufen Shit und da kann man wirklich witzige Videos drüber machen. Also wenn es euch gefallen hat, dann nochmal so am Rand die Info. Es wird natürlich auch wieder dementsprechend ein Weihnachtsspecial geben. Das habe ich ja jetzt auch, glaube ich, schon zweimal gemacht und das ist fast ja schon Tradition bei mir auf dem Kanal. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wenn euch so Videos in der Art wie dieses, dieses Halloween-Special gefallen. Ich habe auch übrigens immer noch nicht den Destiny Hard Mode Raid gespielt, also King's Fall, in der harten Version habe ich immer noch nicht geschafft, einfach weil ich da keine Zeit für hatte und nie rechtzeitig ein Team zusammengekriegt habe. Also das muss ich noch nachreichen und wenn ich das gemacht habe, dann fehlt natürlich auch noch mein Destiny Review, da bin ich auch nicht zugekommen. Ich habe immer angefangen, das aufzunehmen, dann hat es mir nicht ganz gefallen und dann kam das mit den Microtransactions, das will ich jetzt auch noch mal so ein bisschen mit einbringen, weil ich finde, das sagt ja jetzt einiges über die Zukunft von Destiny aus. Übrigens, da gibt es ja jetzt auch schon Zahlen, also die verkaufen sich offensichtlich wie geschnitten Brot, diese neue Währung, das Silber und so weiter. Also da muss ich erstmal noch ein bisschen recherchieren, bevor ich das dann mache und euch dann mein finales Review zu Taken King quasi gebe. Vielleicht spiele ich auch vorher den Hard Mode, damit ich auch alles da so gesehen habe, aber ich denke mal, die werden ja auch noch diesen, haben sie auch schon gesagt, so einen Challenge-Modus rausbringen. Also der Hard Mode ist noch nicht das Ende von diesem Raid, finde ich auch ganz cool. Vielleicht ist das auch so ein Kandidat für Streaming oder so, dass ich den Hard Mode Raid mal streame und mit euch spiele oder so. Da muss ich auch mal überlegen, ob sich das lohnt. Auf jeden Fall würde ich das
machen mit den Streams, wenn ihr sagt, okay, wir möchten das wirklich gerne sehen. Wie ich das ja eben schon gesagt habe, könnt ihr da ja jetzt abstimmen. Dann würde ich halt versuchen, wirklich so einmal die Woche zumindest einmal regulär so einen Stream-Tag zu haben, wo ich dann abends das wirklich durchziehe. Also ja, das hängt aber von eurem Feedback, wie gesagt, ab. Was habe ich noch so in der Pipeline? Transformers Devastation von Platinum Games, also ein neues Platinum Game, ist für mich immer ein Hit. Habe ich noch gar nicht gespielt und sobald ich es gespielt habe, gibt es dazu auch noch einen Test von mir auf jeden Fall. Ich bin ja ein großer Fan von Platinum Games, also was die gemacht haben, Bayonetta, Metal Gear Rising und so weiter. Für mich sind das die besten so Character-Action-Games auch irgendwo. Und Devastation scheint ja auch in diese Richtung zu gehen, nur eben mit Transformern und ja, das klingt auf jeden Fall total witzig, also da könnt ihr auch erwarten, dass da demnächst noch ein Video zukommt. Dann habe ich noch diverse Codes für verschiedene Indie-Games und ja, da muss ich halt gucken, welche davon interessant und relevant sind, also ja, ich werde auf jeden Fall da noch in nächster Zeit einiges zu testen haben für euch, aber die zwei großen Dinger, Call of Duty und Fallout, da wird es auf jeden Fall einiges zu geben. Wo ich persönlich auch extrem viel Bock drauf habe, aber das ist Overwatch, das neue Game von Blizzard, was ja jetzt in der Beta ist. Closed Beta. Ich habe leider keinen Key bekommen bisher. Ich habe die auch nochmal angeschrieben. Also da möchte ich eigentlich echt sehr gerne was zu zeigen. Das sieht sehr spannend aus. Also ist so eine Art Mischung aus Team Fortress mit noch mehr Charakteren, so ein bisschen von MOBAs inspiriert, obwohl das Gameplay an sich damit nicht so viel zu tun hat, ist halt so ein First-Person-Team-Based-Shooter, aber sieht total spannend aus, die Charaktere schauen sehr witzig aus. Das möchte ich sehr gerne machen, sobald ich halt einen Key habe, also ja, muss ich halt nur gucken, ob das in der nächsten Zeit passiert. Ah, eins fällt mir noch ein, natürlich kommt auch Star Wars Battlefront dann raus demnächst, das ist ja auch gar nicht mehr so weit weg. Junge, Junge, also jetzt geht's ja wieder richtig los mit den Games. Star Wars Battlefront werde ich natürlich auch zeigen, da habe ich auch viel Bock drauf. Also ich bin ja ein großer Star Wars Fan und die Battlefront Games, von denen speziell bin ich auch ein großer Fan gewesen. Ich habe ja schon in meinem Preview zu der Beta gesagt, was ich da nicht so gut dran finde, aber natürlich gebe ich dem Spiel eine Chance und trotzdem, es ist Star Wars, es ist ein neues Battlefront, da komme ich natürlich nicht drum herum, das auch zu spielen, ist klar. Und deswegen wird es da auch auf jeden Fall, denke ich mal, auch einige Videos zu geben. Also das ist so, worauf ihr euch in nächster Zeit freuen könnt, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, irgendwelche Wünsche in die Kommentare schreiben, wie gesagt, und dann noch in dieser Abstimmung mitmachen, wenn ihr Bock auf Streams habt. Jo, das ist aber dann auch schon mal wieder alles von mir und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Macht's gut.